So, jetzt werden wir das Ding hier mal ein bisschen leiser fahren. Ich bin ja fix und alle, ey. Na komm, Leute, in der letzten Zeit war das... Wo gehen Sie denn jetzt hin? Was ist denn jetzt hier ab? Was geht hier ab? Mike, alle Kameramänner hier auf ihn. Wo gehen Sie denn jetzt hin? Klo. Auf Klo? Ja. Während einer TV-Aufzeichnung, die gerade live im deutschen Fernsehen übertragen wird. Ich kann es mir lange nicht noch verkneffen, wenn ich das nehme, ja. Naja, dann ziehen Sie das hoch und spucken das aus. Okay. Müssen Sie richtig dringend? Ja, wirklich. So. Darf ich jetzt? Nee, dürft nicht. Das ist so eine Comedy-Show. Gehen Sie auf die Bühne. Wie ist Ihr Name? Bodo. Ach so. Ja. So, was gibt's halt noch für Schweinereien? Wasserfall. Ja. Plitschi-platschi. Plöpfel-plöpfel. So, gehen Sie kurz raus, wir warten auf Sie. Kann aber nicht wahr sein. Aber Hände waschen, ne? Mike, du bist fantastisch. Doch mal einen Applaus für Mike. Mit Mike. Mike. So, wir warten nicht auf den Pisser. Der Bullern hier, naja, so. In der letzten Zeit war das so anstrengend hier, Theater, Tournee, Radio, Fernsehen, Pipapo und so war. An Sex war ja nicht mehr zu denken. Ich habe mich in der letzten Zeit sogar mehrmals dabei erwischt, wie ich mir beim Onanieren selbst einen Orgasmus vorgespielt habe. Aber jetzt ist sie in mein Leben getreten, sie ist jung und hübsch. Naja, jung ist sie. Ist selbstständig im Gastro-Gewerbe unterwegs, ja, also auf den Punkt gebracht, die hat so eine fahrbare Imbissbude. Ja, ist 26 Jahre alt, heißt Shakira, kommt aus Hohenschönhausen. Und ja. Ja, das Schöne am Verliebtsein ist ja auch, war, dass man den Frauen wieder tolle Fragen beantworten darf, wie zum Beispiel, findest du mich schön? Oder, findest du, ich hab einen zu dicken Po? Aber Schatz, du hast ja keinen dicken Po. Du hast einen fetten Arsch. Ja. Und schön am Verliebtsein ist auch, dass man abends immer ein... Da schön, kommst du wieder rein? Nimm mal Platz. Du, die Jogginghose kann man auch bis zum Hals hochziehen, weißt du? Also wieder. Ja. Ja, weißt du so. Na, Mäuschen, so alleine hier? Yeah, bist du öfter hier? So, völlig rausgebracht. Wo war ich? Na, du warst ja pinkeln, ist ja klar. Nee, das Schöne am Verliebtsein ist ja auch wahr, dass man abends, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, beim Betreten des Wohnzimmers nicht selten mit liebevollen Sätzen begrüßt wird, wie zum Beispiel, zieh die Botten aus, du Potzau! Ja, Shakira, ich liebe dich doch auch. Sag mal, Schatz, hast du einen neuen Nagellack? Nee, das ist Bratfett. Ja, schön war auch, als ich erfuhr, dass er ein kleines Kind hat. Zinni. Zinni. Ja, Zinni mit Ü. Z-Ü-N-D-H-Ü. Zünhü Wagner. So ein kleines, rausgefressenes, siebenjähriges Kind, ja, was von Mutter immer so ein selbstgemachtes rosa Tüllkleid anhatte, ja, mit so rosa Puffärmelchen, ja. Schleifchen im Haar, die ihre dicken Backen dann noch mehr zur Geltung gebracht haben. Ja. Und dieser kleine Zünhü Wagner baute sich dann irgendwann vor mir auf, plüsterte sich vor mir auf und teilte ihm in ihrer quäkenden Stimme Folgendes mit. Meine Mama hat gesagt, ich bin heute das Prinzesschen.
Da hat gesagt, so, meine kleine Zinni-Wagner. Jetzt komm mal her zu dem Onkel und dann hör dir mal an, was ich dir zu sagen habe. Weißt du, was du bist? Du bist ein kleines Knödelchen, bist du. Ja. Prinzesschen, ey, lass mal die Kirche im Dorf, mein lieber Fräulein. Du bist höchstens eine Pummelfee. Guck dich doch mal im Spiegel an, das sieht doch aus wie schlimmer Augenbrust, ey. Mann. Naja, ich dachte mir, man darf Kinder nicht belügen. Aber das erziehungsmäßige, pädagogische überlasse ich sowieso Shakira. Die hat da mehr ein Händchen für. Weil zum Beispiel Zündi ungebremst auf den Damm rennt oder so. Kommt von den Damm runter. Aber rucki-zucki. Madamchen! Ich brech dir gleich die Arme. So. So, der Knaller ist, Shakira ist wieder schwanger. Soll ein Mädchen werden. Samantha.